Weißenfels erwartet eine große Veranstaltung. Dieses Jahr kommt das Landeschorfest in die Stadt. Sagen Sie noch mal ganz kurz so 3-4 Stichpunkte, worauf sich die Weißenfelser und auch die Besucher der Stadt freuen können. Also Eröffnungskonzert, kein Chor in der Marienkirche zum Beispiel am Freitag. Und am Samstag, das Nachmittag, das Konzert des Rundfunkjugendchors Wernigerode und davor das große Mitsingen auf dem Marktplatz. Und nicht zu vergessen darf man die Nachtkonzerte in den Kirchen, Weißenfels, wo quasi zur Gute Nacht gesungen wird. Und dann draußen noch im Anschluss auf dem Marktplatz bis in die Nacht hinein gesungen werden kann und zugehört werden kann und mit einem Glas Wein in der Hand vielleicht sogar den Abend dann ausklingen kann und genießen kann. Jetzt kommen ja sehr viele Chöre nach Weißenfels. Mich persönlich hat es jetzt auch ein bisschen gewundert, ist denn der Chor überhaupt noch so gewünscht oder ich sag mal so bei den Chorgängern, man schiebt ja immer so das Thema Chor so ein bisschen auf die ältere Generation. Aber wie sieht es denn da im Land Sachsen-Anhalt überhaupt aus? Also ich war selbst erstaunt, ich bin ja erst seit Oktober Präsident des Landeschorverbandes und habe mich da auch in die Szene erst reinarbeiten können. Ich bin ja selber vom Beruf Orchestermusiker gewesen und jetzt hat Herr Schomburg mir quasi den Staffelstab übergeben und je tiefer ich dann reingeguckt habe, umso erstaunter war ich, wie groß unsere Chorszene in Sachsen-Anhalt ist. Wir haben über 300 Chöre mit weit über 8500 Sängern im Land. Das sind alles dabei, Männerchöre, Frauenchöre, gemischte Chöre, Kinderchöre, alles ist vertreten. Wir haben natürlich durch Corona eine harte Zeit durch, weil viele Chöre nicht proben konnten. Viele Chöre waren eingeschränkt, schon allein durch die Abstandsregelung. Und wenn sie noch singen durften, dann war eben der Platz für die Abstandsregelung nicht da. Und ganz schlimm fand ich, dass eben viele Kinder- und Schulchöre nicht mehr singen konnten. Und das wollen wir jetzt wieder beleben. Und ich glaube, das ist die Chance, wieder nach Corona das Leben wieder einzieht. Und ich glaube, viele haben wieder Lust zu singen. Das spürt man, dass die richtig sich auf die Chorproben freuen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir es im Jahr der Chöre, was der Bundesdeutsche Chorverband ausgerufen hat, dass wir es schaffen, zumindest die Stärke der Chöre zu halten. Vielleicht kriegen wir sogar gestärkt heraus, weil wir den Leuten zeigen, Chorsingen macht Spaß und jeder kann mitmachen. Jeder könnte sich, wenn er wollte und sich die Zeit nimmt, mit Freunden treffen und bei Freunden, mit Freunden singen. Ich glaube, es gibt keine schönere Freizeitbeschäftigung. Vielleicht Sport treiben noch, aber das ist auch, ich glaube, es ist richtig schön, weil in der Gruppe macht es einfach viel mehr Spaß. Also ist zum Landeschorfest nicht nur zuhören angesagt, sondern auch mitmachen? Auch mitmachen. Am Samstagnachmittag eben auf dem Marktplatz, da ist auf jeden Fall mitmachen angesagt. Man wird angeleitet von Rundfunkjugendchor, der leitet die Mitsinggruppe an und dann können alle auf dem Marktplatz mitsingen. Bekannte Lieder, sicherlich werden auch Liedtexte ausgegeben. Ich glaube, das wird ein richtig großes Event. Für mich ist es ja auch das erste Mal, dass ich ein Landeschorfest besuche oder mitgestalten darf. Aber ich freue mich total drauf.